gotta call my friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have a... Hey, ihr Höhlenmensch da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. So, wie ihr sehen könnt, sind unsere Augen verbunden und wir haben eine ziemlich starke Wunde. Hier, es müsste das linke Auge sein. Ich weiß es nicht genau. Ich muss mich vorsichtig immer vorantasten, wie ich gehe, dass ich hier auch nirgendwo ranstoße, weil ich sehe kaum etwas. Ich muss immer so ein bisschen nach unten gucken, somit kann ich wenigstens erkennen, wo ich gerade bin. Oh, okay. Da hat wohl jemand etwas platziert. Ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, was passiert ist. Gestern Nacht war ich hier und wollte einfach nur meine Pferde striegeln und was ist passiert? Herr Banks kam, entführte mich und erpresste mich, Herrn Zeronic und Herrn Gomme eine Droh- bzw. eine Fake-Nachricht zu schreiben, um sie zu einer Falle zu locken. Das Ganze hat mich wirklich sehr mitgenommen und natürlich habe ich mich dagegen gewehrt, das zu machen, aber er hat mich mit dem Tod und dem kompletten Vernichten der Zeitung gedroht. Er hat mich erpresst, dass er Herr Bergmann und allen Leuten in dieser Stadt etwas antun wird und er versicherte mir, dass die Falle für Zeronic und Gomme nicht tödlich sei. Nun denn, dann tat ich dies und... Ich hoffe einfach, den beiden passiert nichts. Ich hoffe es einfach. Ich habe das sofort weitergemeldet. Ich muss noch mit Herr Bergmann reden. Er war noch nicht hier. Ich weiß nicht, wo er derzeit ist. Ich habe vieles für die Zeitung gestern noch fertig gemacht und ich weiß nicht. Mich manchmal selbst im Spiegel zu sehen, macht mir echt Angst. Ich werde jetzt mal vorsichtig, ich habe extra drauf gewartet auf euch. Ich werde jetzt hier vorsichtig. Ich werde jetzt vorsichtig die Bandagen drunter nehmen. Und ihr könnt sehen, was das Ganze mit mir gemacht hat. So, die Bandagen sind unten. Wie ihr seht, habe ich ein dickes blaues Auge. Ist auch noch ein bisschen Blut dran. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie ich jetzt wieder zurückgekommen bin. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass er mich von hinten erschlagen hat. Ich dann in irgendeinen Raum gefesselt war und er mich dazu genötigt hat, dies zu tun. Ich hoffe einfach, es war kein Fehler. Ich hoffe einfach, es war kein Fehler. Und hier habe ich meine Ausrüstung. Die hatte ich auch nicht mehr an. Meine Schuhe waren plötzlich weg. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß auch nicht. Little Future. Wir beide haben doch so eine innige Verbindung. Sag mir doch, was ist hier passiert? Ach Leute, in dieser Stadt passieren so viele Dinge in letzter Zeit, die man einfach nicht erklären kann. Dann ist jemand in der Stadt aufgetaucht, der sich Psych nennt, von dem ich überhaupt nichts weiß. Ich möchte euch jetzt mal was zeigen. Und zwar gab es hier im Hafen eine, wie soll ich sagen, Statue mit einer Rüstung. Das müsste hier gewesen sein. Darauf stand irgendwas wegen dem Spielemeister und ja, jetzt gibt es irgendwas Neues und zwar Psych. Ich werde auf jeden Fall versuchen, nachdem meine elenden Kopfschmerzen endlich weg sind, dem Fall nachzugehen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das Ganze bearbeiten soll, wenn mir so ein Kopf steht, dass... Ist auch der Grund, warum gestern kein Leben-Video kam. Einfach nur deshalb, weil ich eben entführt wurde. Und von der Entführung aus kann ich natürlich nichts aufzeichnen. Meine Future Cam hatte ich am Kopf. Und als das Ganze dann passiert ist, hatte ich sie irgendwie nicht mehr auf. Ach Leute, ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Ich bin auf jeden Fall echt total perplex. Und so, jetzt gucke ich erstmal. Jetzt gucke ich erstmal, ob unsere Lore hier ist.
Nein, die ist nicht da. Und hier oben ist auch nichts drin, was zu warten wäre. Okay. Hier muss ich noch versuchen, Villager reinzubekommen. Das habe ich bisher auch noch immer nicht geschafft. Und ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon wieder einiges an Herr Bergmann weitergegeben, was die Zeitung betrifft. Aber trotzdem weiß ich noch immer nicht genau, wie das Ganze funktionieren soll. Ich meine, guckt euch diese Stadt an. Sie sieht aus wie ein Paradies. Es scheint alles friedlich. Aber dann kommen die dieses harmonievolle Volk anscheinend nicht leiden können und müssen dann eingreifen. Es ist teilweise sehr schade, aber was soll man machen? Gut, Leute. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich jetzt ins Wasser gehe und ein paar Inksäcke hole für die Zeitung. Und das ist das, was ich auch in der Folge machen möchte, denn für alles andere bin ich derzeit ein bisschen erschöpft und wie ihr seht, ich habe auch Husten und alles, das Ganze. Ich lag auf einem eiskalten Boden in irgendeiner komischen Halle und musste da ein Buch ausfüllen. Ich weiß einfach nicht, wie mir der Kopf gerade steht. So, hier weiß ich auf jeden Fall, dass Tintensäcke spawnen und beziehungsweise Tintenfische. Die Tintensäcke brauchen wir ja. So, erstmal ein bisschen Brot. Und ich weiß auch nicht, Leute. Wenn ihr gesehen habt, wie es Herr Zeronic und Herr Gomme ergeht, ob ihnen irgendwas passiert ist, ob sie irgendwelche Sachen verloren haben, dann schreibt mir das bitte. Mich würde das einfach brennend interessieren. Und ja, ich bin einfach nur gerade ein bisschen down mit allem. Gut. Hier ist es auch ziemlich nebelig, muss ich sagen. Und es fängt jetzt gerade auch an zu regnen. Das finde ich nicht so schön. Und irgendwie sehe ich auch hier keinerlei Tintenfische. Vielleicht unter Wasser, dass ich hier mehr sehe. Aber normalerweise spawnen hier immer ganz viele. Das ist jetzt so ein bisschen crazy. Aber dennoch haben wir noch nicht aufgegeben und werden auf jeden Fall weitermachen, um diese Tintensäcke zu erlangen, denn wie gesagt, wir fischen hier wirklich auch nur Tintenfische raus, die gesund sind, denen es gut geht und deshalb fangen wir die auch hier aus der Natur und in keiner 4x2 Haltung, sondern wir wollen wirklich, dies wäre vielleicht produktiver, davon gehen wir auf jeden Fall stark aus, aber wir für unsere Zeitung wollen natürlich nur das beste Material haben und deswegen hier, diese Tintenfische. Man sieht einfach sofort, wie glücklich sie in diesem Wasser sind. Und nur glückliche Tintenfische spenden uns auch glückliche Tinte, die wir dann in eine Zeitung geben können, in der vielleicht nicht nur glückliche Artikel, sondern auch sehr informationsreiche Artikel sind. Und sehr informative Beiträge. Und ich denke, dass dies eins der wichtigsten Fragmente unserer Zeitung ist. So, wie viel haben wir denn jetzt? 15. Das ist gut. Ich habe nämlich mein Schwert repariert, bevor das Ganze mit Dr. Banks passiert ist. Ich habe das repariert und jetzt geht es mir wieder, was die Verteidigung betrifft, richtig gut. Denn jetzt kann ich mich endlich wieder verteidigen. So, gut, erstmal fahre ich jetzt nach Hause. Ich wusste echt nicht, was ich tun soll. Wie hättet ihr in der Situation reagiert? Jemand steht vor euch, erpresst euch, droht damit, die komplette Zeitung und alles zu vernichten. Und das nur für einen, für eine Falle, für zwei Mitbürger? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Oh, ich habe mein Boot zerstört. Müssen wir uns gleich mal ein neues machen. So. Auf jeden Fall bin ich echt noch sichtlich hingenommen und ich werde einfach mal demnächst zu Frau Histories gehen. Da habe ich ja gehört, sie ist eine Ärztin, also war ich falsch informiert, dass es noch kein Krankenhaus gibt. Das war auch eine etwas doofe keine Aktion, aber es war, oh, ich habe ja alles kaputt gemacht. Das werde ich auf jeden Fall bald wieder reparieren, aber jetzt muss ich erstmal nach Hause. Oder sind die doch noch da?
Und es buggt irgendwie hier nur. Komisch. Nun ja, erstmal nach Hause. Und dann gucken wir einfach mal, wie viele Bücher wir dann da rausbekommen. Denn es sind wirklich derzeit extrem viele neue Leute auf den Server gekommen. Und da brauchen wir natürlich auch für jeden eine Ausgabe. Wir wollen nicht, dass irgendjemand aus dieser Stadt auch noch leer ausgeht. Und deshalb haben wir das dann auch so gemacht. So, jetzt gehen wir erstmal hier schön nach Hause und werden die Bücher gleich mal drucken. Und dann werde ich mich an die restlichen Recherchearbeiten begeben, damit das Ganze hier auch gut abläuft. So, wir haben jetzt hier. Das packe ich jetzt hier alles mal rein, weil das brauche ich jetzt alles nicht. Ich brauche eigentlich nur die Federn. Dann brauche ich noch unten die Bücher. Die holen wir uns jetzt direkt so, zack. Und die Federn, genau. Dann können wir uns 15 Bücher machen. Ist auch perfekt. Zwei könnten wir uns noch machen. Dann schmeißen wir das und das raus. Und dann schmeißen wir das noch raus. Perfekt. Können wir hier nämlich den Rest gleich reinpacken. Und jetzt haben wir wieder einige Bücher, die wir dann gleich in die Lore hier legen werden, damit ich Herr Bergmann schnell und fix geschickt bekomme. So, Leute. Und damit will ich auch sagen, was ist von der heutigen Folge. Wie ihr seht, ich bin noch sichtlich hingenommen. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall mal primär zu Frau Histories gehen, damit sie mich ein bisschen versorgt. Vielleicht ein Sprühpflaster oder sowas drauf gibt. Und ich würde einfach mal sagen, macht's gut und ciao.